Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute habe ich einen wundervollen Gast, einmal einen ganz jungen Herrn, nämlich den Elias Jakob Renner. Der hat erfahren, wie es ist, ausgegrenzt zu sein, hat es erfahren, auch körperlich belangt zu werden, hat es erfahren, was Perspektivenlosigkeit, Mobbing, alles mit einem jungen Menschen machen kann. Doch Elias ist und war ein Kämpfer. Er wollte nie normal sein, weil er hat immer härter gekämpft als die scheinbar normalen Menschen. Was er bei seiner Reise jetzt durchgemacht hat bis zu seinem 18-jährigen Geburtstag, erzählt er uns heute, und ich will mich nicht mehr länger aufhalten mit irgendetwas Autobiografischem, sondern unseren Gast und meinen Gast jetzt herzlich willkommen heißen. Servus, lieber Elias Jakob Renner. Hi Herbert, freut mich, dass ich da sein kann. Sehr gern. Und es ist ja ein Nachbarschaftspodcast, denn wir wohnen ungefähr 15 Kilometer voneinander entfernt. Und das muss uns nicht einmal auf die Zunge zergehen lassen, denn wie durch Zauberei wurden wir zusammengeführt durch den Christoph Kulmer. Ja, und durch den Christoph Kulmer, der hat ja bei mir auf dem Podcast nämlich auch schon eine Episode in den frühen Anfängen gemacht. Aber jetzt zu dir. Lieber Elias, du hattest ja irrsinnige Probleme, du bist nicht so cool in dein Leben gestartet, weil man draufgekommen ist, du siehst nur 5%. Und du hast aber bei mir in einem Gespräch gesagt, die 5% stören dich nicht, dich freuen eigentlich eher die 95% Fokussiertheit. Und was war in deinem Leben so los? Erzähl du es, denn das ist ja dein Podcast, deine Episode. Okay, gut, dann fange ich einmal ein bisschen mit meiner Kindheit an. Also ich würde sagen, es hat damit angefangen, dass einfach im sehr jungen Alter, sogar im Alter von 6 Monaten ist es schon herausgekommen, und ich glaube sogar ein bisschen früher, dass ich eben nicht normal fokussiere, nicht normal schaue, dass mein Papa aufgefallen. Und dann haben sie meine Eltern halt eben gefragt, was da los sein kann, und dann haben wir ärztliche Untersuchung gemacht. Und er hat eben ergeben, ja, der bursiert halt relativ schlecht. Und auch keine Farben und dies, das, Augenzittern und da, da, da. Und meine Eltern natürlich in Sorge, wird der Bub in die Schule gehen können? Wie schaut seine Zukunft aus? Und ich weiß das nicht. Also ich habe mit den Sorgen nie zu tun gehabt. Und deswegen gehe ich dann mit der Überzeugung durchs Leben, schau, die anderen können das machen. Wieso soll ich das nicht kennen? Ich weiß ja nicht, wie die anderen sehen, dass die anderen 100 Mal besser sehen. Und deswegen bin ich schon relativ früh irgendwie in dem Mindset gekommen, es die Voraussetzungen, die du mitbringst, ist nicht das, was entscheidet, was du leistest, sondern vielleicht eher das, was du gibst und in die Welt raus. Also wie du dich selbst dazu bringst, in die Welt rauszugeben. Und deswegen habe ich schon immer versucht, einen hohen Output zu erreichen mit dem, wie ich mich anstrenge. Und das habe ich mein komplettes Leben geformt. Ich meine, es war natürlich dann auch nicht immer ganz so einfach. Also im Kindergarten bin ich schon ziemlich ausgeschlossen geworden, zum Teil in der Volksschule zum Teil auch ausgeschlossen, beziehungsweise ziemlich. Und in der NMS war es dann halt ein bisschen, auch in die Richtung Mobbing, also vielleicht auch schon in der Volksschule, aber nichts jetzt ganz Dramatisches, aber mehr so dann auf einmal merkst du so, du bist nicht Teil und du wirst nicht akzeptiert. Und irgendwann trifft dich das und irgendwann schlägt es tief ein. Und irgendwann denkst du da, bin ich weniger wert? Was macht mich schlechter? Und wieso ich? Herrgott, wieso ich? Also da wird man immer religiös, wenn man, wenn man, glaube ich, mentale Herausforderungen hat, da denkt man immer, wieso? Wieso ich? Wieso muss das sein? Und An einem ganzen großen Tiefpunkt, da kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern, bin ich vorher rumgeschupft worden und ja, Maulwurf und gewisse Sachen halt genannt worden. Und dann bin ich am Abend heimgekommen und oder am Nachmittag und habe mich auf die Couch gelegt und halt so in den Himmel aufgeschaut. Und mir so gedacht, wieso bin ich weniger wert? Oder bin ich weniger wert? Und ich habe nachgedacht und eigentlich gedacht, mir fällt jetzt grundsätzlich kein Grund ein. Ich finde meinen Charakter jetzt nicht so furchtbar. Ich versuche eigentlich ein guter Mensch zu sein. Und dann habe ich mir so gedacht, so, und jetzt machen wir was. Jetzt ändern wir was. Jetzt wenden wir das Blatt.
Und ich bin dann durch Zufall auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, lustigerweise im Alter von 11 Jahren circa, bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, auf Okay. persönliche Weiterentwicklung, wo sie leider erst zum Teil erst relativ spät beschäftigt, leider, meiner Meinung nach, leider erst mit 40 zum Teil. Deswegen, ja, bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und der hat gesagt, ja, na, du bist arm, du wirst gemobbt, schau, die schupfen dir herum. Die beschimpfen die, die schließen die aus, die sind gemein, das sind die Bösewichte und du bist einfach nur der Arme und sonst gar nichts, so tust mal leid. Und dann hat er gesagt, das ist ja Bullshit. Wer dir das in dem Leben erzählt, da hast du verloren. Du kannst mit der Einstellung gern durchs Leben gehen, aber du wirst nicht weit kommen. Weil am Ende des Tages kommst du nicht darauf an, was der Input ist, was das Leben dir gerade gegeben hat, sondern am Ende des Tages kommst du eigentlich darauf an, was du mit dem machst, was das Leben dir gibt. Das ist unglaublich. Und dann habe ich gerade verstanden, warte mal kurz. Also willst du mal sagen, wie andere Menschen behandeln, liegt zum Teil in meiner Verantwortung. Ja, tut es. Und das hat mein Schalter im Kopf umgelegt. Wie viel Respekt mir Menschen entgegenbringen, hängt von mir ab. Den muss ich einfordern. Wenn ich nicht standhalte und mich mit die Wellen nicht mehr birg, kein Wunder, dass ich wegschwimme und wegtreibe. Ich Ja, muss aber was? standhaft sein. Entschuldigung, Mein Angriffen. lieber Elias, Ja. du bist anders. Du hast es angenommen und jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Das war mit 11. Mit 11 Jahren Ja. hast du gesagt, hey, das ist Bullshit. So will ich nicht behandelt werden. Und was hast du als 11-Jähriger gemacht und was hat sich dann geändert, dass du dann auch die neue Mittelschule abgeschlossen hast und auch dann ins Gymnasium gegangen bist und die Matura, beziehungsweise das Abitur für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer geschafft hast? Normal, unter Anführungszeichen, willst du ja nicht sein, aber du hast dich in eine Klasse gesetzt, bist mit einer Lupe dort gesessen und hast gesagt, Bullshit, ihr seid eigentlich, ja, ihr habt einfach nicht mehr Recht auf irgendwas Schönes als ich. Ja? Weil Das stimmt. ich kann das ganz normal machen, aber du wolltest ja nicht normal sein. Und du hast deine Matura geschafft. Und zum anderen kommen wir jetzt noch. Aber zum Kernpunkt der Frage, wie geht es einem da, wenn man weiß, hey, vom Schwarzen geht es ins Helle? Ja? Als Elfjähriger. Ich kann das kurz beschreiben, warte, mir fällt da nämlich kurz was ein. Es war dann nämlich lustigerweise so, dass ich da ein Video angeschaut habe auf YouTube. Und in dem Video ist gegangen raus aus der Opferrolle. Und da hat er gesagt, ja, es ist dein Leben und da steckt das Wort dein drinnen. Und so ist es auch deine Verantwortung. Und da habe ich gesagt, okay, warte mal. Wenn ich jetzt meine Hand sage, Hand hoch bewegen, bewegt sie meine Hand hoch. Wenn ich sage, sag jetzt Hallo, sage ich Hallo. Und das bin ich steuere das. Das ist meine Verantwortung. Und dann habe ich gesehen, das Einzige, was ich machen muss, ist zu verändern, wie ich in die Welt gehe. Mit welcher Einstellung, mit welchen Glaubenssätzen und mit welchem Selbstwert. Weil was wir glauben von uns selbst, was wir wert sind, was wir glauben, dass wir verdient haben, das kriegen wir vor der Welt. Weil wenn wir unterbewusst glauben, wir sind nichts wert, wir haben nichts verdient, wir sind weniger, wir sind schlechter, dann strahlen wir das aus, dann leben wir das. Ich habe da eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich so nicht mehr behandeln lassen. Ich bin am nächsten Tag reingegangen, Brust hoch, ein Blick, ein Todesblick, ein besser Blick, ein bisschen, dass falls wer herkommt oder falls mir irgendwer ja was anhaben will, eine Ausstrahlung geben wie bis hierher und nicht weiter. Weil jetzt wird es für dich auch unangenehm. Und wenn du den Boden hast, wenn du dem Leben sagst, da stehe ich und da ist meine Grenze, dann sagt das Leben, gut, du hast das mal bewiesen, jetzt gebe ich es. Aber vorher testet das Leben. Und bei den Tests habe ich schon früh verstanden, muss man stark bleiben. Also, dieses stark sein müssen ist ja immer so für mich negativ behaftet. Du wolltest einfach stark sein und sagen so, Stimmt, jetzt ist das stimmt. aus. Jetzt ist Schluss mit dieser Herumschubserei. Ich lasse mich nicht herumschubsen. Ich lasse mich nicht erniedrigen, sondern ich zeige es euch, dass es besser geht, als wie ihr normal Sehenden. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz großartige Sache, die du da an den Tag gelegt hast. Und alles, was ihr wissen müsst natürlich, und haben wir natürlich in der Podcast-Beschreibung vom Elias verlinkt. Ja, aber
du hast das umgekehrt. Du hast dann diese schulische Karriere gemacht. Wir haben uns genau in deiner Matura, im Abiturjahr kennengelernt. Und also Schule war ja mein Nebenjob. Schule war dein Nebenjob, genau. Du hast dich auf die, Persönlichkeitsentwicklung vertieft und versteift und gesagt, okay, die Schule machen wir, weil das ist Muss, das müssen wir machen, aber mit dem Leben sollte man klarkommen und das stelle ich mir einfach so ein, wie ich es will. Ja? Und du hast mir erklärt, okay, so mache ich das seit dem 14. Lebensjahr. Du hast irrsinnig viele Bücher gelesen und dann ist es zum Punkt gekommen und gesagt, so, ich will ein Role Model sein für alle Jugendlichen und Menschen, die irgendwie ihren Fokus verloren haben, die irgendwie oder gar nicht wissen, welche Perspektive sie haben. Und ich bin jetzt ganz aufgewühlt und ringe irgendwie nach Worten, denn diese eine Sache, was dich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben und auch diesen Titel zu wählen, den erklärst du mir jetzt an den Hörerinnen und Hörern, weil das hat mich absolut geflasht und gesagt, oh, da müssen wir jetzt was machen. Okay. Ja, also es war so, ich habe schon dann eben im Alter von 14 Jahren irgendwie die Vision gehabt, aber das war mir so unterbewusst. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die weiß man, aber die weiß man nicht. Wir haben oft so ein Gefühl, dass wir was wissen, aber es ist noch nicht ganz im Bewusstsein. Und ich habe damals schon gefühlt, hey, okay, schau, mir ist es in der Kindheit, Jugend zum Teil schwer gegangen. Also ich habe nicht gesehen, was mir Persönlichkeitsentwicklung geben kann, bis ich es gefühlt habe. Und ich glaube, so vielen Jugendlichen geht es auch so, dass so viele Jugendliche nicht wissen, dass sie sich ihren Selbstwert steigern können, ihr Selbstbewusstsein steigern können und wie es ihr Leben verändert. Dass es nicht nur darum geht, welche Noten du hast, gerade heimgebracht und wie stolz die Mama ist, sondern wie stolz du auf dich selbst bist, wie zufrieden du am Ende des Tages bist. Und dass man das sinnvoll angehen kann, das lernt man in der Schule nicht. Und das habe ich mir dann halt alles gelernt und ich habe ja einen enormen Vorteil dann gehabt im Leben. Also ich bin wirklich, wirklich dann glücklich mit der Zeit durchs Leben gegangen und das war so ein enormer Vorteil. Nichtsdestotrotz gibt es Rückschläge und da habe ich wieder mal einen Rückschlag erlitten. Eine Beziehung, die damals dann halt eben irgendwie in die Brüche gegangen ist, habe mich dann einmal wieder, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich habe gemerkt, hey, warte mal, jetzt habe ich eine Beziehung geführt und ja, Wolke 7, aber auf der Wolke 7 habe ich vergessen, das zu machen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Anderen Jugendlichen oder anderen jungen Menschen weiterhelfen und ihnen zeigen, was persönliche Weiterentwicklung mit dem Leben machen kann. Und ich bin dort eigentlich, ich habe eigentlich geschlafen. Es war ein Montagmorgen, soweit ich das noch richtig erinnern kann, irgendwas 5 Uhr, irgendwas. Ja, die Zeit war hart. Ich habe gern ausgeschlafen. Ich habe gern geschlafen, gern verschlafen. Und meine Mama hat sich gedacht, das lassen wir nicht durchgehen. Meine Mama hat sich nicht gedacht, das lassen wir nicht durchgehen. Um 5.15 Uhr oder so hat sie mein Zimmer geklopft, klopf, an der Holztür, sie macht die Tür auf. Und ich, weißt du, wie im Programm, jeden Tag das Gleiche. Ich komme gleich, ja, weißt du, so abwimmeln. Den werden wir gleich los. Und meine Mama hat dann Worte gesagt, die ich mein Leben völlig verändern sollten. Sie hat gesagt, Elias, go for your dreams. Elias, geh für deine Träume, folge deinen Träumen. Und das war wirklich ein Switch-Moment, ein Moment, wo sie in meinem Kopf wieder der Schalter umgelegt hat und wo alle Zentren in meinem Gehirn aktiviert worden sind, die geschlummert haben. Die Visionen, die Ziele, die Träume waren auf einmal wieder da. Und ich dachte, schau, ich kann erinnert werden und dann verändert sich mein Leben. Schau, was mit anderen Menschen passieren kann. Was kann man da bewirken? Und auf einmal habe ich gesehen, warte mal. Junge Menschen kriegen durch die Schule keine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Jeder zweite Jugendliche hat laut Donau-Krems-Universität im Jugendalter Symptome von Depressionen oder leidet unter den Symptomen. Ich denke mir nur so, wenn wir die Daten hören, jeder zweite, massiv belastet in der Kindheit und Jugend, wieso haben wir kein Fach mit mentaler Gesundheit? Wieso keine persönliche Weiterentwicklung? Wieso lernen wir von dem Zeug nicht? Wir müssen Geschichtsdaten zum Teil auswendig wissen oder was auch immer. Was vielleicht auch wichtig ist, aber definitiv nicht wichtig, nicht so wichtig wie das Skript des Menschen. Und deshalb bin ich mir so wirklich, da bin ich wirklich gesessen an der Bettkante und mir gedacht, so, und jetzt machen wir es. Und dann habe ich mich entschieden,
So, wir schreiben das Buch Go for Dreams, weil wir machen jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sich junge Menschen Ziele setzen können, zu schauen, wo stehe ich, zu schauen, wo sind meine Werte, Prinzipien, wie sind meine Gewohnheiten, wie stehe ich langfristig da und wie kann ich einen Plan machen, der mich langfristig nicht nur zum erfolgreichen Leben bringt, sondern auch zum glücklichen Leben. Und das habe ich komplett zusammengestellt aus 72 anderen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, habe ich das Beste, das Sinnvollste für Jugendliche ausgepickt und in einem Schritt-für-Schritt-Plan gemacht. Und wenn das Jugendliche machen, wird es ihr Leben so transformieren, dass sie Briefe kriegen werden, wo ich Danke schreiben her. Ich weiß es und ich freue mich drauf. Und ich freue mich am meisten drauf, wie die Menschen ihr Leben verändern. Und das ist einfach meine Vision. Und genau um das geht es auch. Ja? In Büchern oder in Podcasts wirklich Leute mitzunehmen, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht nur, unter Anführungszeichen, 100 Leuten was aufgezeigt. Ja? Und 100 Leute nehmen das an. Aber es sind 100 Leute, die dann ein positiveres Leben haben. Und um genau das geht es auch hier bei Podcast, beim Live bis 20 Podcast, Dein Leben und Business Podcast. Und wenn ihr mehr über das Buch von Elias Jakob Renner, Go for Your Dreams, wissen möchtet, klickt einfach unten rein in die Podcast-Beschreibung oder folgt dem Podcast Buchkultur von Live bis 20 Verlag. Lieber Elias, Dankeschön für deine offenen und ehrlichen Worte hier bei Live bis 20 Podcast und wir gehen jetzt da gemeinsam unsere Träume, denn die ersten kleinen Schritte sind ja schon gemacht und das Buch ist heraus. Alles Liebe, danke dir, lieber Elias. Danke, Herbert, für das Interview.